Wir alle lachen gern, doch ist Lachen im Film wirklich immer ein Ausdruck von Glückseligkeit? Das diskutieren wir heute in Was mit Film. Womit kann man dich zum Lachen bringen, Schritt? Och, mit einer ganzen Menge. Also wirklich mit einer ganzen Menge. Leute, die hinfallen. Schadenfreude. Leute, die irgendwo gegenknallen. Also ja, Schadenfreude. Ich mag aber auch sehr gerne, wenn irgendwie so ganz trocken reagiert wird. So, also wenn oder was ich im Film, gerade wenn's so Komödien sind, die so offensive Lacher immer hervorrufen wollen und so offensive Szenen haben, die auf Teufel komm raus schreien, das ist jetzt lustig. Ja. Und dann mag ich aber eher dann in diesem oder in solchen Filmen lache ich meistens dann über die Momente, die gar nicht lustig gemeint sind, beziehungsweise die irgendwie so nur ganz beiläufig sind. Mhm. So, ja. Ich weiß nicht, hast du zufällig diesen Day Shift gesehen mit Jamie Foxx? Nein, noch nicht. Mit Dave Franco? Nein, noch nicht. Da geht's, irgendwann haben sie so eine Art, da haben sie gerade wieder so einen Vampirkampf gehabt, ja. Mit zwei anderen Jungs haben sie halt so ein Nest ausgehoben. Und am Ende wollen sich alle abklatschen. Mhm. Und da ist natürlich der coole Jamie Foxx, der klatscht sich dann hier mit Scott Adkins und seinem Bruder ab so, ne? Und die geben sich hier schön die Bro-Fist. Und dann kommt Dave Franco, der Bürosesselfurzer, der kommt halt an und hält die Hand so hin. Und der Bruder, während die anderen beiden sich unterhalten, legt einfach nur so die Hand drauf und macht sie so weg. Und ich muss so lachen. Weil ich muss so von wegen, ja, du willst jetzt hier nicht irgendwie, wir wollen nicht mit dir abklatschen. So. Und mach die einfach so ganz sanft runter, so von wegen, nee, komm, das ist keine gute Idee. Mhm. Und solche kleinen, ich glaube, die nicht mal absichtlich entstanden sind, Momente, sowas bringt mich gern zum Lachen. Ja, ich lache über gute Sprüche, ich lache über wirklich Wortwitze und Dialoge. Ich lache aber auch einfach nur über Blicke oder dummes Aussehen. Schwierig wird's, und da sind wir beim Thema, wenn Leute selbst im Film lachen. Mhm. Es gibt meiner Ansicht nach, und deswegen sind wir auch, glaube ich, auf das Thema gekommen, es gibt meiner Ansicht nach nur wenig Filme, die ein Lachen zeigen, das dich wirklich ansteckt und mitanimiert zu lachen. Und das ist auch ein Grund, weshalb es mir schwer fällt, in Filmen zu lachen, weil ein sehr großer Punkt an Möglichkeiten, weswegen man lacht, eben das Ansteckende ist. Das heißt, ich kann, und wir haben lustigerweise in einem anderen Kontext über den Film kürzlich gesprochen, nämlich Taffe Mädels. Ich hatte den Film das erste Mal im Kino gesehen, in einem relativ vollen Saal, mit einer Person, die ein unfassbar ansteckendes Lachen hatte. Und in dem Moment waren das die lustigsten 2 Stunden meines Lebens. Weil ich aber gelacht habe, weil der Typ ein ansteckendes Lachen hatte. Und erst dann habe ich realisiert, ohne den Typen ist der Film nicht lustig. Und es kommt... Spricht für den Typen. Genau. Es kommt aber eben selten vor, auch habe ich das Gefühl, dass in einem Film lachende Menschen so inszeniert werden, dass es ansteckend sein soll. Und Lachen ist ja etwas so... Ich hätte jetzt fast schon Triebgesteuertes gesagt. Also es ist etwas, was passiert, wo man eigentlich, damit es wirklich authentisch ist, das kann man nicht forcieren. So. Das kann man nicht forcieren. Und das ist das Problem. Und ich glaube, deswegen sind die schönsten Lachmomente in Filmen immer die, in denen jemand zum Glück eine Kamera draufgehalten hat. Genau, oder auch, so doof das klingt, selbst die blödeste Komödie, die am Ende noch Outtakes hat. Ja. Bei den Outtakes kann man im besten Fall wirklich noch mal lachen. Oder mehr lachen als bei Dings. Also, wenn man mal von wirklich schönen Lachen oder von einem schönen Lachen ausgeht. Berühmtestes oder einer der berühmtesten Szenen in diesem Fall oder eines der berühmtesten Beispiele in diesem Fall wäre meiner Ansicht nach Julia Roberts, die in Pretty Woman dieses Collier greifen will und Richard Gere klappt die Schachtel zu. Ja. Das war eine Szene, die stand nicht im Drehbuch. Ah, okay. Es ist eine vollkommen natürliche Reaktion von Julia das Roberts. Merkt man auch. Und dieses Lachen, jetzt mal ehrlich, da kannst du doch niederknien davor. Das ist ja, doch so, absolut. Das ist doch so einnehmend und so gewinnend. Ich glaube, ihr hattet vor einiger Zeit mal über Leon der Profi gesprochen. Mhm, genau. Die Szene, ich weiß nicht, ob ihr den Director's Cut da besprochen habt auch. Auch, ja. Die Szene, wenn Natalie Portman mit Leon, also wenn sie essen gehen. Genau. Und sie trinkt dann die ganze Zeit den Sekt und muss plötzlich rülpsen. War auch nicht geplant. Und dieses Lachen, jetzt mal ehrlich, es ist so charmant. Es ist, das nehme ich ab. Und auch ganz großartige Szene meiner Ansicht nach, Good Will Hunting. Die Szene, in der Robin Williams Matt Damon die Geschichte erzählt, dass seine Frau während dem Schlaf immer gefurzt hat, war improvisiert. Es war keine wirklich geplante Szene. Und alle Reaktionen von Matt Damon ist echt. Der lacht sich da in dem Moment wirklich kaputt. Und ich finde, das macht die Szene so sympathisch, das macht dieses Lachen so glaubhaft, das macht eigentlich die ganze Szene zum Mitlachen einfach bereit, so, ja.
Und das, finde ich, ist schwierig. Ja, und das Witzige ist, wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil dieser Tage der Film Smile ins Kino kommt. Ich würde mal fast behaupten, es geht da um eine ganz andere Art von Lächeln, von Lachen, denn es ist ein Horrorfilm, der damit spielt, dass die Person, um die es geht, die verfolgt wird von Menschen oder beziehungsweise von den Fratzen, die die Menschen plötzlich zeichnen, denn sie haben alle plötzlich ein, wie ich finde, echt aussehendes, also es ist jetzt nicht so künstlich verzerrt, sondern sie grinsen einfach unfassbar unangenehm unecht. Und plötzlich ist diese Freundschaftsgeste oder Freundschaftsmimik des Lächelns angsteinflößend. Ja. Und uns sind überraschend viele Beispiele eingefallen, in denen ein Lachen nicht zum Mitlachen ist, sondern eher zum Davonlaufen. Stichwort Get Out. Genau. Das war meine erste Assoziation. Ja, da hast du die Haushälterin, die plötzlich da ist und die ist so freundlich und grinst dich an und du denkst, ach, das ist ja eine nette Frau. Mhm. Und plötzlich läuft dir aber halt diese Träne dann da so runter und du hast, also das ist natürlich dann auch eine geile Idee von Jordan Peele, diese Gegensätzlichkeit plötzlich in Szene zu setzen, die dir halt die Freundlichkeit eben um 180 Grad dreht und du denkst dir, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja? Und das finde ich auch, es gibt so viel Lachen, das eigentlich eher angsteinflößend ist oder eben genau das Gegenteil von dem, was es mal ursprünglich gedacht war. Ich finde zum Beispiel, was ist auch so eine schöne Lachszene? Oder so ein schönes, ist ein Lachen, das mir tatsächlich auch immer Angst macht. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Brasil von Terry Gilliam. Ja. Ja, wenn die Mutter in ihre Schönheits-OPs hat und sie ihr Gesicht so straffen und sie dann halt noch mit ihrem Sohn redet und dabei halt wirklich so gestrafft lächelt. Und sie macht es ja, und das ist ja auch das Perfide, sie macht es ja, um ihr Alter natürlich zu verhehlen, um nicht mehr alt zu sein oder nicht mehr alt zu wirken, um schöner zu wirken, um jünger zu wirken, um vielleicht sogar freundlicher zu wirken, ja, einnehmender zu wirken. Und Gilliam inszeniert das halt oder setzt das dann auch in Szene als das komplette Gegenteil. Also ich habe halt Angst vor diesem lachenden Gesicht, das nach hinten gezogen wird und für mich einfach keinen Spaß oder auch keine Freude oder auch keinen Liebreiz darstellt. Ja, in dieselbe Kerbe schlägt ja wieder Jordan Peele in Wir, wenn er Elizabeth nicht Banks, sondern Moss, wenn er Elizabeth Moss Doppelgängerfigur sie vor den Spiegel setzt und sie das Lachen übt, weil wir wissen ja innerhalb des Films, die Spiegelbilder haben ja diese Emotionen nicht, sind ja quasi das düstere Abbild der Menschen über der Erde und sie versuchen aber ihr Vorbild quasi zu imitieren, nur dass sie halt nicht weiß, wie man lacht und sie sitzt dann eben vor dem Spiegel und versucht halt so eine Grimasse zu ziehen, die halt so ist, dass die Mundwinkel nach oben zeigen. Aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Und generell, wann immer Lachen zum Beispiel unangebracht ist und nicht zur Situation passt, immer dann finde ich es creepy. Also ich musste zum Beispiel auch an die Frauen von Stepford denken, wenn die dann nämlich reinkommen in dieses Stepford so gesehen und alle das gleiche Lächeln auf den Lippen haben, das auch nie verschwindet. Es ist nie so übertrieben krass wie jetzt in Smile oder auch so gekünstelt, gekämpft wie in Wir. Aber es ist so die ganze Zeit da. Und das macht ja gar keinen Sinn, weil man lächelt nicht die ganze Zeit. Oder es verstärkt auch noch die Bösartigkeit. Ich weiß noch, ich bin nicht so der größte Harry Potter-Fan. Ja? Also ich habe das nicht so aufgenommen wie viele andere Leute, die Bücher gelesen haben oder halt das mit in jungen Jahren kennengelernt haben, so wie ich zum Beispiel Star Wars halt kennengelernt habe. Aber Frau Umbridge, ja, Dolores Umbridge, diese kleine, etwas rundliche, die im Buch immer als Froschmaul beschrieben wird, aber die steht ja auch immer da. Und ist so. Und dann, aber ich meine, klar, da kommt noch ein bisschen was hinzu, durch die Aussagen, die sie tätigt, durch die Strafen, die sie ausstellt oder durch die Gesetze, die sie aufstellt und so. Aber trotzdem, auch da, die kommt immer so daher. Und das ist einfach ein Lachen, dem misstraust du auf Anhieb. Ja, also generell, Lachen ist ja schon schwer. Es gibt ja dann, finde ich, noch mal, wobei es, man kann die Frage stellen, ist wirklich authentisches Lachen die Königsklasse oder das Vermischen von Lachen und einer anderen Emotion, weil ich an einen Serienmoment denken muss. Somit einer der authentischsten gespielten Serienmomente, die ich überhaupt kenne. Ich weiß nicht, welche Staffel von Stromberg es ist, aber es gibt diesen, du hast ja Stromberg gesehen wahrscheinlich, und es gibt ja die eine Staffel, in der,
ich weiß nicht, wie heißt nochmal die, mit der Bernd Stromberg irgendwann zusammen ist für eine ganze Zeit, die mit dem Schirmchen. Jungen. Genau. Irgendwann erfährt sie ja, dass sie schwanger ist. Und dann gibt es diesen On-Camera-Moment, in dem sie vor laufender Kamera einmal gerade Revue passieren lässt in ihrem eigenen Kopf, was einfach gerade passiert ist. Sie hat ein Kind, sie ist aber mehr oder weniger alleinerziehend und sie kriegt ein Kind von Bernd Stromberg. Und sie fängt an zu lachen und auf einmal hat sie Tränen in den Augen. Dann fängt sie oben an zu weinen, aber lacht unten so wahnsinnig, bemitleidet sich selber lachen. Wie kann das nur passieren? Und das ist wirklich, wenn man Schauspiel erklären will, muss man diese Szene sich angucken. Weil die so unfassbar gut ist. Die Frau kann gleichzeitig authentisch lachen und authentisch weinen und auch noch irre lachen und irre weinen. Und jetzt ist die Frage, ist es nicht eigentlich viel schwieriger dann noch, sich nur auf eine Emotion zu konzentrieren? Weil hier musst du ja gar nicht das Mittel, oder was ja nicht ihre Aufgabe ist hier, ist das Lachen des Publikums, also das Publikum lachen, das Lachen des Publikums so mitzunehmen, zu erzeugen, genau, das Publikum mitzureißen, sondern sie zeigt hier ja einmal so, macht sich ja emotional einfach mal komplett nackt. Es ist ja eigentlich eine wahnsinnig tragische Szene. Und ist es nicht viel komplexer zu sagen, ich nehme alles an emotionalem Druck weg und lache nur ohne einen Grund dafür zu haben? Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn man von mir Fotos macht, dann sage ich wirklich, und ich meine das ernst, ich sage immer, sag irgendwas Lustiges, weil sonst sitze ich da so. Und das sieht halt unnatürlich aus. Das finde ich auch. Ich finde, auf Kommando lachen oder halt auf Kommando irgendwie lächeln oder irgendwie so ein Smile-Gesicht hinlegen, finde ich auch deutlich schwieriger. Ich sage auch immer, ey, nimm einfach, halt einfach drauf. So, ich bin dankbarer, wenn ich irgendwie in der Bewegung oder in irgendeinem Moment eingefangen werde, weil das für mich echter ist, als wenn ich mich hinstelle und ein freundliches Gesicht mache. Nein, das kann ich nicht. Das, ich finde auch immer selbst, ich sehe dann halt einfach dämlich aus. Ja, genau. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt so, ich habe jetzt durch die Recherche für unser Gespräch so ein bisschen auch mal diese feinen Abstufungen irgendwie versucht rauszufinden. Es gibt ja eine ganze Menge Lachen, das man im Film anwendet. Es gibt so übertriebenes Lachen, wie von Robert De Niro in Cup der Angst, wenn er da im Kino sitzt und seine Zigarre pafft. So. Und dann will er natürlich Nick Nolte, der hinten mit seiner Familie hockt, will er natürlich ärgern. Ja, ja. Und laut schreit, ha, 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 was ist, denkwürdige Szene. Ja, das geht aber, finde ich, auch in dieses übertriebene Gangsterlachen. Und das ist ja aber wiederum, da soll ja das Lachen symbolisieren, dass diese Person sich gerade bewusst ist, dass sie einer anderen überlegen ist. Also sie lacht so über mehr oder weniger ein bisschen, haha, so da steckt, im Grunde denkt die Person, jetzt habe ich einen Plan oder der habe ich es aber gezeigt. Ja, oder jetzt ärgere ich dich mal richtig. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist ja, aber hast du davor Angst? Es kommt immer drauf an, also... Weil im Grunde machen das doch nur Prollgangster, seien wir mal ganz ehrlich. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wenn... Also es kommt auf die Situation an, wie die Situation geschildert ist, welche Situation, zum Beispiel auch Rosemary's Baby am Ende. Mhm. Ja, wenn dann hier die Nachbarn und so weiter, ah, er hat so schöne Augen und was weiß ich. Ja, und sie, das ist so, das ist natürlich die Grundstimmung, die da vorherrscht, aber die meiner Ansicht nach doch dadurch unterstützt wird, eben, dass die Leute halt lachen oder grinsen oder freundlich sind, wo sie es eigentlich gar nicht sein müssten. Irgendein Bösewicht da kommt, ha, 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 hi, 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 und was weiß ich so. Ja, da finde ich das zum Beispiel auch eine Schwierigkeit drin. Mhm. Bei Austin Powers, machen Sie sich einen Witz draus, dass das diabolische Lachen 5 Minuten gezogen wird oder 2 Minuten und was weiß ich so. Ich muss sagen, da sitze ich nicht davor und fange an mitzulachen, so, weil ich mir denke, ja, es ist ein Gag, ja, ihr versucht hier irgendwas zu zitieren und ja, ist witzig, ich schmunzel drüber, ist okay. Dann gibt's aber diese tolle Szene in, und es ist wieder mit Damon, der involviert ist, in Ocean's 12, wenn sie sich mit Masui, mit Robbie Coltrane treffen. Und er dieses Lost in Translation mit ihr abzieht, mit Matt Damon abzieht. Und alle drei wissen Bescheid. Nur Matt Damon weiß nicht Bescheid. Ja? Und sie erzählen sich halt einfach kompletten Schwachsinn. Mhm. Und dann gibt es diese herrliche Szene, wo George Clooney und Brad Pitt und halt auch Coltrane anfangen zu lachen. Und gerade Pitt so richtig übertrieben bescheuert falsch lacht. Und dann kurz bevor er, das ist der beste Moment, da muss ich mich wirklich böbeln, wenn er dann nochmal seinen Cappuccino schnappt und trinkt so. Ja. Der macht so einen geilen, so einen letzten Aufbäumer an Lachen. Und trinkt dann so. Und Matt Damon sitzt daneben und hat keine Ahnung, was abgegangen ist. Und das kennst du ja auch, wenn du irgendwo
du bist in der Gruppe von Leuten und sprichst mit denen und irgendjemand erzählt irgendwas und alle fangen an zu lachen und du hast es nicht hingekriegt. Du weißt nicht, du hast den Anschluss nicht bekommen. Ja. Und er sitzt da. Und du weißt gar nicht, worum es geht. Und es ist auf der einen Seite so peinlich und es ist auf der anderen Seite aber auch so witzig. Und das ist ein Fake-Lachen. Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, weil alles deutet darauf hin, nach den Beispielen, die du vorher genannt hast, dass das improvisiert gewesen sein müsste. Weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Ich könnte es mir vorstellen. Nur dass die Lache von Brad Pitt, von George Clooney und von Coltrane, die ist nicht echt. Mhm. Aber die ist so bescheuert und so irgendwie drüber, dass sie halt echt sein könnte, weil es halt diese Gangster sind, die sich gegenseitig irgendwie verarschen wollen, dass ich es dann wieder lustig finde. Mhm. Bei Dr. Evil, da sehe ich den Witz, aber ich bin nicht unbedingt auf der gleichen Wellenlänge. Ja, weil ich aber auch behaupten würde, dass dieses Dr. Evil-Lachen ja keine Reaktion auf irgendwas ist. Und ich glaube, vielleicht braucht man auch für die Empathie mit dem Lachen, vielleicht braucht man da auch den Grund, weswegen die Person lacht. Und deshalb ist es vielleicht auch so creepy, dass wir bei Leuten, die lachen, obwohl die Situation eine ganz andere ist, Stichwort Frauen von Stepford, Get Out, dass wir da keinen Grund fürs Lachen haben und dieses Lachen ist aber da. Und das macht es dann noch unwirklicher. Genau, dass du halt, du hast das Lachen und wenn du verstehst, worüber lacht die Person, kannst du vielleicht connecten. Und wenn du die Situation nicht hast, dann kannst du es vielleicht nicht so. Aber sind wir uns einig, ganz furchtbar ist dann, wenn Leute lachend gezeigt werden sollen, um dir zu vermitteln, dass es jetzt witzig war. Absolut, ne? Ja. Also genau, also eigentlich das Sitcom-Ding, also das Laugh-Track-Sitcom-Ding, dann wirklich aber halt auch noch visualisiert. Das finde ich immer, ich glaube, ich kenne wenig Szenen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch selten, ne? Also ich würde es nicht sagen, dass es selten ist. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel spontan keine Szene aus irgendeinem Film ein, wo ich sage, also außer, so doof das klingt, ich habe das Gefühl, das findet in deutschen Filmen mal wieder häufiger Anwendung als in anderen Ländern. Weil ich meine, wir haben jetzt erst kürzlich ein Video über die Probleme des deutschen Films veröffentlicht. Wir brauchen da jetzt nicht nochmal in die Wunde stechen. Aber so authentisches Spiel, wo man ja aber auch sagen muss, wir sind ja mit der Interaktion, wir sind von deutschen Menschen umgeben. Und wir sind viel empfänglicher und sensibilisierter für irgendwas, was deutschsprachig nicht authentisch ist. Und vielleicht trifft das auch aufs Lachen zu. Ich würde sagen, das trifft auch garantiert aufs Lachen zu. Also ich würde sagen, glaubhaft zu lachen könnte mit einer der schwersten Übungen sein, die du als Schauspieler irgendwie machst. Du kannst weinen und ich nehme dir das Weinen oftmals gerne ab. Mhm. Du kannst sauer sein und ich nehme dir auch die Wut ab so. Aber dass du dich wirklich über etwas kaputt lachst. Ich weiß nicht, ob das beim Film tatsächlich dann immer noch die Hürde ist. So von wegen, naja, du hast es jetzt 5 oder 6 Mal gehört. Du hast es jetzt 5 oder 6 Mal gespielt. Mhm. Ich glaube dir nach dem 5. oder 6. Take nicht mehr, dass du es genauso lustig findest wie beim ersten Mal. Ja, du kannst ja im Gegensatz, ich weiß nicht mehr, wer es war. War es nicht David Lynch, der irgendeiner Person ins Gesicht geschlagen hat, weil sie nicht lachen konnte, weil sie nicht weinen konnte? Ja. Ich meine, was soll er machen? Soll er sie kitzeln oder wie? Damit sie authentisch lacht. Also. Ja, obwohl auch David Lynch, ich weiß noch, es gibt diese. Es gab so eine Anekdote für Blue Velvet, da gab es die Vergewaltigungsszene und die Darstellerin, die halt die Vergewaltigungsszene spielen sollte, die wusste, war sich unsicher, die wusste nicht, was er will und die wusste nicht, wie sie es machen sollte und keine Ahnung und hat das dann gemacht und sie macht es auch, also es ist halt dann wirklich eine echt fiese und harte Szene, aber sie hat dann halt erzählt, als der Take fertig war, sitzt David Lynch da und lacht, ja, und lacht sich halt wirklich kaputt, ja. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Hat sie jetzt was falsch gemacht? Mhm. Hat sie jetzt irgendwas richtig gemacht? Aber er, Gott sei Dank, war voll begeistert. Ja. Ja, aber er, also ich glaube, bei ihm ist es sowieso nochmal was anderes. Mhm. Ja, dass er halt eine ganz andere Rezeption von gewissen Dingen hat, weil er weiß, was er will. Und er weiß halt auch, wie er den Zuschauer wahrscheinlich wirklich in die Verwirrung treibt. Mhm. Und ich denke mal, da ist er dann einfach auch der richtige Geist für, der dann sagt, okay, das war jetzt so gut, da freue ich mich jetzt mal richtig wirklich drüber. Das stimmt. Dann möchte ich, bevor wir abschließen, noch kurz auf eine ganz andere Art des Lachens kurz hinaus, weil ich dann nämlich Cross-Promo machen kann für meinen Podcast. Wir haben nämlich vor Ewigkeiten in Film gedacht über Corpsing gesprochen. Weißt du, was das ist? Corpsing? Corpsing, wie von Corps, Körper. Ja. Das bezeichnet Stellen in Filmen, bei denen die Figuren zum Beispiel ganz kurz, für einen kurzen Moment aus der Rolle fallen und es ist aber im Film drin geblieben. Wahlweise, weil es halt passte oder weil es halt wirklich nicht aufgefallen ist. Ja. Und das sind so Momente, wenn man da mal wirklich drauf achtet, die können richtig
winzig sein und wenn man das in dem Moment aber rafft, dann sind die zum Totlachen. Hast du Magic Mike 2 gesehen? Ja, klar. Da gibt es diese Szene Da gibt es diese Szene in der Werkstatt. Die war auch im ersten Trailer zu Magic Mike 2 zu sehen. Wo er zu Pony tanzt. Genau, wo er halt in dieser Werkstatt ist und da schleift. Und dann fängt die Musik an. Und dann setzt sich Channing Tatum, das ist so wahnsinnig witzig, setzt sich Channing Tatum halt hin. Und es gibt diesen Bruchteil der Sekunde, in dem er da sitzt, sich die Mundwinkel hochziehen, ganz leicht. Und man wirklich sieht, was mache ich eigentlich? Und das ist auch im Trailer drin. Guckt euch das wirklich mal an. Das ist, mir kann niemand erzählen, dass es zu dieser Figur in dem Sinn, in diesem Moment Sinn gemacht hat, dass die sich kurz darüber beömmelt, was das eigentlich gerade für eine Situation ist. Dass er da mit nacktem Oberkörper in einer Garage steht und dann zufällig dieser Song spielt. Und das sind dann so Momente, die sind nicht dafür gemacht, dass man darüber lacht, aber sie sind, ich meine, was ist authentischer als Corpsing? Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt nichts Greifbares im Kopf, aber ich kenne solche Momente, wo dann halt vielleicht auch ein Schauspieler improvisiert. Genau. Ja, und du siehst halt die Co-Stars, die daneben stehen und wirklich sich brutalst zusammenreißen müssen, weil sie halt eben nicht aus der Rolle fallen dürfen. Oh, Mist, da muss ich noch mal ein Beispiel. Also gerade Judd Apatow macht das gern, dass er, ich weiß nicht, hast du Immer Ärger mit 40 gesehen? Ja. Diese Szene in der Schule, wo dann, ich glaube, es ist Melissa McCarthy als Mutter Leslie Mann zitiert, weil ihr Sohn von Leslie Mann zur Sau gemacht wurde. Und dann lässt sie wirklich eine Beleidigung von der anderen nach der anderen vom Stapel. In Filmen hat es natürlich, haben es nur ein, zwei geschafft, aber die hat halt irgendwie 10 am Stück von sich da irgendwie vom Stapel gelassen. Und alle haben sich kaputt gelacht. Und das sind ja eben die Momente. Also ich muss auch dran denken, es gibt, hast du jemals Supernatural gesehen? Also ich weiß, ich kenne um die Serie, aber ich habe vielleicht mal einzelne Folgen gesehen. Weil auch da gibt es Momente und die haben ja, ich glaube, 15 Staffeln haben die miteinander gedreht. Und dann gibt es auch wieder so viele Momente, in denen dann die eine Person irgendwas sagt und dann steht der andere wirklich daneben und guckt auch runter und macht dann auch so. Und weil es aber eben nur eine Sekunde ist, wenn man blinzelt, sieht man es nicht. Und deshalb lassen es die Leute drin. Ja. Und das ist, es sind ja im Grunde Mini-Outtakes, die im Film geblieben sind. Und ich kann nur jedem empfehlen, A, unseren Podcast zu hören und zum anderen auch mal auf sowas zu achten. Ich weiß, es ist schwer. Wahrscheinlich wird man es in einem Film wie, keine Ahnung, im August in Osage County, wird man sowas wahrscheinlich nicht entdecken, wie auch immer ich jetzt genau auf den gekommen bin. Aber die sind alle sehr mies drauf. Ja, genau. Da wird wenig gelacht. Genau, aber das, ne? Also ja. Das sind geile Momente. Ey, da gibt es so 2, 3 berühmte Szenen, warum fallen die mir jetzt nicht ein? Wo ich genau weiß, dass die Leute sich da jetzt echt arg zusammenreißen müssen. Ich meine, ich glaube, das ist auch unter anderem, bitte, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, ein solcher Moment findet sich zum Beispiel in Dr. Seltsam oder Ich lernte die Bombe zu lieben wieder. Da gibt es dieses berühmte Telefonat zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten. Mhm. Und Peter Sellers als amerikanischer Präsident, ja, fängt dann an, ah, hallo Dimitri. Und ja, wissen Sie noch, damals, wir haben ja schon mal über die Möglichkeit gesprochen, dass sowas passieren könnte und so. Und vorher geht es dann so, wie geht's Ihnen gut? Fein, ja, mir geht's auch gut. Und das ist der komplette Monolog, den er da abhält, oder das komplette Gespräch, ist improvisiert gewesen. Und ich glaube, du erkennst es hier und da an den Co-Darstellern, dass die nicht wissen, was da gerade abgeht und dementsprechend halt entweder verwirrt oder belustigt reinblicken. Ja. Obwohl sie gerade im War Room hocken, kurz vor dem Weltuntergang, weil halt weil die ganze Bomberstachel Richtung Russland fliegt. Ja. So, ja. Da gibt es mehrere Momente und das finde ich auch immer klasse. Let me finish, Dimitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dimitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Ich finde es auch dann klasse zu sagen, hey, wir lassen es drin. Ja, eben. Es macht Spaß, es ist cool. Der Moment ist so Gold wert. Ja, eben. Ja? Der Moment ist so Gold wert, das kriegt keiner wahrscheinlich nochmal so hin. Und von mir aus grinst er da für 2 Sekunden. Draufgeschissen. Ja, okay. Es gibt aber auch dann diese, ich sag mal, noch mal 2 schöne Beispiele, wo ich finde, dass falsches Lachen, übertrieben falsches Lachen, trotzdem eine erstaunliche Wirkung erzielen kann. Das ist zum einen das 5. Element. Mhm. Wenn Gary Oldman glaubt, das 5. Element endlich in seine Finger gekriegt zu haben und schon in seinem Privatraumschiff sitzt, von diesem riesen Kreuzfahrtraumschiff irgendwie wegfliegt und
die Kiste so aufmacht und vorher sich so, es freut sich voll, lacht halt so richtig, ja, ich hab's endlich. Dann guckt er die Kiste rein, lacht dabei noch, macht die Kiste zu und fängt in dem Instant an zu heulen. Das ist nicht mehr da. Großartiger Moment, weil dieser Switch, den finde ich halt toll. Und dann gibt's noch, und zu Recht hat er den Oscar für diese Rolle bekommen, es gibt in Inglourious Basterds so einen geilen Moment. Da sind sie schon im Kino, also sind schon da, stehen sie alle unten im Foyer. Und Diane Kruger hat, glaube ich, Brad Pitt und Eli Roth und wie sie alle heißen, schon als Italiener vorgestellt. Und Hans Landa steht natürlich und macht dann halt irgendwie rum. Und er hält sich aber vorher, und das ist ja das Schöne an den Glorious Bastards, weil da ja so viele Sprachen durcheinander kommen, und er hält sich aber vorher mit Diane Kruger auf Deutsch. Und dann gibt es da, also dann lässt Hans Landa oder halt Christoph Waltz lässt ein Lachen ab, wo du dich fragst, also das meint er nicht ernst. Wirklich, das meint er nicht ernst. Es ist so übertrieben. Aber Tarantino ist dann so geil und schneidet um auf die gesamte Gruppe von Kruger, Pitt und Roth und so weiter. Und plötzlich ist dieses Lächeln oder dieses Lachen einfach nur unangenehm. Ja, verstehe. Ja, also ich mag sogar glauben, dass Hans Landa sich wirklich in dem Moment über diese Situation oder die Geschichte, die Diane Kruger erzählt hat, amüsiert hat. Aber er macht es in einer solchen Art und Weise, dass es nur beängstigend drüber kommt. Ja. Wie diese ganze Figur Hans Landa. Und das ist aber auch meiner Ansicht nach ein Moment, wo Lachen dafür benutzt wird, sowohl eine lustige, sag ich mal, Situation hervorzurufen, aber wie bei Tarantino so üblich, schafft es halt eben noch was anderes damit zu erreichen. Und es passt ja zur Figur Hans Landa, die so Sachen wie Höflichkeit ja auch, also die auch nach außen Höflichkeit transportiert, aber diese Höflichkeit ist super unangenehm im Zusammenspiel mit dem, was er so höflich sagt. Ja. Das passt ja hervorragend zur Figur. Also ich würde sagen, halt mal fest, Lachen kann ansteckend sein, wenn es wirklich das authentische Lachen ist. Es kann vor allem ängstigend sein. Wenn es nicht zur Situation passt. Wenn es nicht zur Situation passt oder wenn es halt wirklich in Kontrast gesetzt wird zu etwas. Ja, oder es verpufft halt, ne? Weil es halt irgendwie zu übertrieben, zu sehr als Schauspiel erkennbar ist. Weil ich glaube, Lachen ist was, das kann man schnell als Schauspiel identifizieren. Entlarven, genau. Ja. Ja. Dann entlass mit einem Lächeln. Entlassen wir euch. Unsere Leute. Genau, oder beziehungsweise schreibt uns doch mal, was waren so eure lustigsten Lacher? Also, und damit meinen wir nicht lustige Szenen, sondern einfach, welches Lachen animiert euch ebenfalls zu lachen. Cameron Diaz ist bei mir noch so eine, der ich sehr gerne beim Lachen zuschaue. Hat ja auch ein schönes Lächeln, muss man ja sagen. So. Und welches Lachen hat euch wirklich Angst gemacht? Ja? Oder welches Lachen findet ihr einfach nur irre? Weil irre Lachen haben wir ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Und da gibt es ja eine ganze Menge. Angefangen beim Imperator von Star Wars bis hin zu, weiß ich nicht, Cruella de Vil oder sonst irgendwie. Ja? Also, lasst uns gerne wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt auf die Glocke, abonniert uns. Hört bei den Podcasts rein, die wir hier so anbieten. Schaut gerne nochmal auf der Fred Carpet-Seite vorbei, die freuen sich dann auch. Und wenn ihr ein bisschen unterstützen wollt in Form von Geld oder anderen Utensilien, schickt ein paar Klamotten her, können wir auch mal gut brauchen. Nein, das war ein Scherz. Muscheln und Scheine. Nein, bitte, fühlt euch frei. Wir sind dankbar für alles, womit ihr unseren Kanal hier unterstützen könnt. Und ansonsten? Gut lach. Ja, go with a smile. Wir verabschieden uns mit einem Lächeln. Tschüss.